So, Licht an. Gut. Und dann hier nach unten. Ich glaube, wir sind schon viel zu tief. Aber wetten, dass gleich unser... Da ist der Skimmer. Dass gleich unser Bohrer versagt hier. Meter. Hi, Cookie mal. Okay. Da ist das Loch. Na gut. So, wir haben natürlich keine Waffen bei. Das heißt, wenn jetzt hier irgendwie ein Vieh reinkommen wir, hätten wir so ein klitzekleines Problemchen. Weil die Waffen liegen nämlich alle unten in der Eingangshalle. So. Was wir jetzt aber machen werden, ist uns da jetzt den Weg rüber bauen, dass wir da nicht nochmal so doof runterfallen. Zick. Und dann dachte ich schon damals, dass wir hoch mit dem Skimmer bin ich jetzt ganz schön weit runter. Das ist ja ein bisschen doof gewesen. Denkt man gar nicht, dass das so dass man nicht so weit vorankommt, ne, mit diesem Bohrern, aber die machen dann doch ganz schön Radauz, ne? So, komm schon jetzt. Ziehen wir das hier mal rüber. Ja, okay. Olli, warum nimmst du nicht die Drohne? Genau. Da und da. Okidoki. Ich glaube, wir werden hier mal einmal zum Abstützen nehmen. Und hier auch mal, dann dürfte es theoretisch kein Problem mehr geben. Ich dachte mir nur so, na, wann kommt denn jetzt endlich mal dieser Durchbruch? Okay, Drohne aus. Jetzt stecke ich hier mit dem Kopf fest. Genau. Oh, ausrichten. So, jetzt mach dich mal gerade hier, junger Freund. Du musst natürlich nur aufpassen, dass uns das ganze Zeug jetzt nicht zusammenbricht, ne? Ganz kurz hier mal strukturelle Integrität an, aber es sieht ja noch ganz gut aus. Ja.
Ich hänge fest. Oh, jetzt. Oh, ich kriege immer einen Klops hier, wenn ich das hier. Wenn ich hier nicht klarkomme mit der Bedienung. So. Okay. Du kriegst jetzt den hier. Und du kriegst jetzt den hier. Dann kommt hier unten der hier dran. Na, was soll denn jetzt hier? So, dann kommt wieder der hier dran. Dann kommt der hier dran. Dann kommt der hier dran. Müsste ja theoretisch, müsste ihm das wieder mehr Deckung geben, ja. So. Den müssen wir jetzt ein Stückchen nach vorne bewegen. Aussteigen. Drohne spawnen. Okay, dann kommt jetzt hier der Große wieder dran. Oh. Dann kommt der Kleine dran. Bis hier hin. Dann müssen wir hier mal ein zur Absicherung setzen. Okay, hier unten noch einen rein. Okidoki. Das wird doch hier, das sieht doch schon fast aus wie eine Plattform. Ja. Mit der Drohne hier zu arbeiten ist echt, die ist so sensibel, ja. Darum sollte man keine Frauen zu Hause haben. Die sind auch immer wegen jedem kleinen bisschen Scheiß so sensibel. So, und hier, wie gesagt, hier haben wir festgestellt, dass es einfach mal nicht reicht und wir hier noch einfach einen weitergehen müssen. Genau. Okay. Nein, der sollte da nicht hin. Der kommt hier hin. Und dann wird hier unten der noch angeankert, verankert. Und dann kommt der dahin. So. Es müsste sich jetzt alles irgendwie verbinden und auch ein bisschen Stabilität müsste hier sein. Gut. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir sind ja noch nicht ganz. Wir sind ja nicht ganz drüber hier. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen bohren. Das kommt schon hier.
So, und gleich haben wir den Durchbruch geschafft hier. Den großen Durchbruch. So wie sich das gehört hier. Ja, da freut sich der Olli. Das macht Spaß. Das ist super. Aber so hat man ja immer seine Touren in der Empyre, ne? Das heißt jetzt nicht immer nur auf Basisjagd gehen oder irgendwelche bösen Viecher erledigen. Nein, es ist einfach mal sich in den Bohrer zu setzen und einfach mal vorne lustig wegbohren. Mal gucken, mein Bild ist ziemlich dunkel, ne? Ich müsste irgendwann vielleicht mal Lichter machen. Aber momentan hier geht es jetzt erstmal noch frisch, fromm, fröhlich, frei. Wird der Bohrhammer geschwungen. Wir machen hier kurzen Prozess mit dem Felsen. Jetzt hängt er ja schon wieder irgendwo fest, ey. Okay. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Schicht. So, richte dich mal bitte aus. Dankeschön. Okay. So, aus die Maus. Licht an. Ich weiß, sie sieht hier nur grün und rot. Das müssen wir noch zumachen hier. Dass mir hier keiner reinfällt. Da können wir eine Sprengfalle bauen, falls wir hier nochmal einen Rattenbefall haben oder sowas. Dann können wir denen hier eine Falle stellen und sagen, hier, lauf mal hier rüber. Okay. So, dann wollen wir mal hier hinten mal kurz ansetzen. Okay, so, dann kommen jetzt hier die Großen wieder dran. Genau, 1, 2, 3, 4. Dann kommen die Kleinen. Ja, oder auch nicht. Dann kommen die Quadrate. Ja, dann kommen die Großen wieder. Dann können wir unter gleich nochmal die Quadrate setzen. So, und dann kommen die Minimis hier, die kommen jetzt hier rein noch. Ah, noch ein, genau. Hier kommt noch so einer dran. Und dann müssen wir noch ein bisschen mehr weiterbauen hier. Das ist noch nicht optimal.
So, dich nehmen wir jetzt erstmal wieder weg. Du bist hier ein Unfall. Und das ist natürlich die Frage, gibt es hier so eine... Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Das müsste so eine Halm sein, ne? Da suche ich mich immer dumm und dämlich. Jedes Mal. Weil du müsstest doch lange Ecke D geben. Du müsstest doch auch. Ne, es ist falsch. Wir brauchen eine halbe. Dann eventuell diese hier. Nee, die Ecken, die ich hier immer suche, die gibt's leider nicht. Die müsste halb und dann spitz zu beiden Seiten verlaufen. Oh, das regnet draußen. Das ist ja nicht so schön. Gut, dann werden wir es jetzt komplett hier anders machen. Erstmal du dahin, dann kommst du hier hin und dann kommt hier nochmal die Spitze hier vorne hin. Das hier runter gehen. Dann kommst du hier zu. Und du hier auch. Und du dahin. Dann haben wir gleich noch ein bisschen Abdeckung. Genau. Und dich machen wir auch mal hier so zu. Und da müssen wir noch ein bisschen bohren jetzt wieder hier. Was ist das? Was ist das? So viel Fusch am Bau. Da. Weg ist er. Gut. So, nochmal rein in das und unser hier Bodenleitergeschoss. So, dann mal hier mal kurz. Den Bohrer in die Hand genommen. Dann müssen wir hier schräger werden. Was nur? Haben wir schon? Wir schon so lange gebohrt. Das ist ja auch krass.
Aber es nützt alles nichts, ja. Ich meine, wir machen das ja hier zusammen. Ich habe das beim letzten Mal auch schon erzählt. Ja, Püppi, die ist ja gerade unterwegs, lässt sich die Haare schneiden. Ich habe mir heute Morgen schon die Haare schneiden lassen, damit ich jetzt Zeit habe zum Zocken. Alles fürs Spiel. So, kurz aus die Maus und L für Licht. So, was ist das denn hier? Das könnten wir eigentlich dann mal hier. Schöne Wand gezogen. Ist ja wunderbar alles hier. Das passt doch. Nee, das war der falsche. Der kommt dahin und dahin. Und dann kommt der nächste dahin. Und das war's, glaube ich, ne? Genau, dann kommen hier die Spitze an. Hört ihr das? Hört ihr das Rauschen? Das regnet hier schon wieder. Das ist furchtbar hier. Regen bei 35 Grad. So, dann werden wir erstmal gucken, dass wir. Genau. Okay. Und so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann können wir jetzt hier den letzten Handgriff hier noch schnell mit unserem Bohrer machen. Da wird eh gleich Platz sein. Also ich hoffe zumindest. So, wir werden jetzt aber hier mal strukturelle Integrität ausmachen. Hier echt zu dunkel. Ist ja furchtbar. Wir brauchen hier unbedingt Licht. Unbedingt. So, nun los, komm schon, zieh da das Zeug weg hier. Genau, so ist das richtig. Nichts zu essen bei. Halt. Du fühlst dich sehr hungrig. Das gehört ja auch mit dazu zu dem Spiel, ne? Oh, jetzt kann er nicht mehr rennen, weil er Hunger hat. Oh, was für eine Weichwurst. Ja, der Weg zum Kühlschrank ist auch sehr, sehr weit. Wir haben ein bisschen Hunger und schaffen es nicht mehr zu rennen, weil wir so hungrig sind.
Ja, freust du dich, ne? So, nochmal 150. Okay, wie viel haben wir gemacht? 5 Dosen. Was fehlt uns denn hier? Ne, wir könnten noch durch was machen. Reinigtes Wasser haben wir. Jetzt fehlen Kürbis und den ganzen anderen Scheiß. Hier, komm, jetzt haben wir schon 12. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier. So, jetzt ist das schwarze Ding wieder weg. Sehr schön. Und dann können wir auch gleich bestimmt gleich unseren ersten Autominer bauen, wenn wir hier Level 12 erreicht haben. Und ich weiß auch schon, wo die als erstes. Haben wir hier? Ja, ist alles abgeerntet. So. Was fehlt uns denn noch? 3000 Punkte. Weil wir haben so bald keinen Strom mehr, ne? Mal kurz gucken, aber doch, ja, Promethium hier en masse. So, Waffen. Nö, nö, nö. Werkzeuge. Multiwerkzeug 2 können wir dann bauen. Die großen Kraftwerke ab Level 12 hier. Mann, T1, das brauchen wir. Bodengleiter brauchen wir erstmal nichts hier. Ist alles unnötig. Basis. Reparaturstation. Ja, die wäre vielleicht noch interessant. So, wie sieht es aus mit dem Treibstoff? Alles gut, alles gut.